erste Bauabschnitt in der Elbchaussee ist fertig und das sogar ganze 4 Monate schneller als gedacht. Am Donnerstag stellten sich die Verantwortlichen rund um Verkehrssenator Agnes Tjaks der Presse. Ja, ich bin zunächst einmal sehr zufrieden mit dem ersten Bauabschnitt, weil wir 4 Monate vor der Zeit fertig sind, also 4 Monate früher als geplant. Das ist ja nicht der Regelfall, das ist eine sehr gute Situation. Und gleichzeitig ist das so, die Bürgerinnen und Bürger profitieren hier davon, dass wir alles neu gemacht haben. Wir haben nicht nur die Straße neu gemacht, wir haben das Stromnetz neu gemacht, Gas, Wasser, Abwasser, Fernwärme und die Straße. Und vor dem Hintergrund ist das eine sehr, sehr gute Nachricht. Im Straßenraum selbst haben wir Kopenhagener Radwege gebaut. Wir haben also nicht nur eine sanierte Straße, sondern erstmalig 3000 Meter von der Straße getrennte Radwege gebaut. Das ist etwas, was sich sehr, sehr viele Menschen in Hamburg wünschen. Bei der Elbchaussee haben wir das erste Mal in einem sehr, sehr großen Umfang umgesetzt. Die Sanierung konnte deswegen früh abgeschlossen werden, weil die Teams der Baustellenkoordinierung und auch die Teams der bauausführenden Firmen sehr eng zusammengearbeitet haben und sie quasi, wenn sie die Straße einmal aufgemacht haben, alles neu gemacht haben und das in einem guten und abgestimmten Verfahren. Und vor dem Hintergrund können wir 4 Monate früher öffnen. Das nennen wir kooperatives Bauen. Das werden wir in Hamburg jetzt auch an der Wenningsblätterlandstraße machen und an der Georg-Wilhelm-Straße. Ich glaube, das ist natürlich, waren das große Einschränkungen, die an der Elbchaussee stattgefunden haben. Aber ich bin sehr dankbar und sehr froh, dass die Menschen das gut aufgenommen haben, dass sie das auch gut hingenommen haben und auch gut mitgemacht haben. Und das zeigt auch, dass die Stadt an dieser Stelle federführend Hamburg Wasser sehr gut kommuniziert hat, weil das sind natürlich umfangreiche Einschränkungen, die es gegeben hat. Aber gleichzeitig eben gab es auch wenig negative Rückmeldungen aus der Bevölkerung. Es geht jetzt weiter, dass wir erstmal eine Baupause machen. Wir machen deswegen eine Baupause an der Elbchaussee von etwas über einem Jahr, weil wir erstmal die Königsstraße und auch die Max-Brauer-Allee in Altona fertig bauen wollen. Wir wollen dann angreifen am Rathaus Altona, also am anderen Ende der Elbchaussee bis zum Hohenzollernring. Das wird der nächste Bauabschnitt sein und deswegen wollen wir eben die Max-Brauer-Allee verkehrlich frei haben, leistungsfähig haben, ohne Baustelle. Und vor dem Hintergrund machen wir ein Jahr Baupause. Wir werden also Mitte 25 weiterbauen. Wir werden dann aber auch weiterbauen müssen, weil die Trinkwasserleitung, die hier erneuert worden ist, die liegt auch dort unter der Elbchaussee. Sie ist auch dort abgängig. Sie ist über 100 Jahre alt und sie muss jetzt dringend erneuert werden.